Hallo, lieber Schütze, schön, dass du hierher gefunden hast. So, wir werden uns gemeinsam vom 1. bis zum 15. November anschauen in Sache Liebe, aber nicht nur für dein Herzensmensch, ne, falls du Single bist, genauso für dich, aber auch für die zwischenmenschliche Beziehung, ne, Freundschaft. Bekannte, hier kann alles dabei sein, ne? Ich bitte dich, lieber Schütze, bedenke, dass diese Legung hier nicht hundertprozentig, ne, mit dir in Resonanz gehen kann, weil das ist im Kollektiven, weil die Energie immer etwas anderes gibt. Aber du kannst dir gerne dein Aszendent, dein Mondsternzeichen und dein Venussternzeichen anhören und das Ganze dann valutieren, ne, umsetzen, da wo das passt. Und bitte zwing dich nicht, lieber Schütze, das sage ich jedes Mal, ne? Okay, ich fange an mit den Intuitionskarten für dich vom 1. Okay, lieber Schütze, was ist hier los? Danke, liebe Geistführer. Okay, guck mal, Erfolg. Die haben das schon, ge also die haben schon gesagt, Erfolg. Für dich den Erfolg, ne? Wow. Handeln. Okay, du musst jetzt loslegen. Lieber Schütze, du hast gar keine Zeit mehr. Das ist so, als ob die Zeit sagen würde, guck mal, mach mal. Beweg dich mal, mach mal, ne, bring mal was fort. Also du hast hier den Erfolg. Eigentlich brauche ich nicht groß zu reden, ne? Erfolg in jedem Sinne. Erfolg muss nicht nur in der Liebe sein. Erfolg kann auch mit Kleinigkeiten verbunden sein. Lieber Schütze, hast du irgendetwas vor, ne? Und du bist dir unsicher. Du sagst, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt das schaffe. Erfolg. Der Erfolg ist da. Nutze ihn aus. Guck mal, diese Vögelein, wo du hier siehst, die bauen gerade eine Straße für dich. Das ist wunderbar, diese Erfolgkarte, ne? Also wirklich, diese Karten sind wunderbar. Also wirklich, das ist ja so, manchmal verwende ich öfters Karten, ne? Und dann merke ich, wie stark die Präsenz ist, ne? Wie die Energie von manche Karten ist. Und diese Karten haben wirklich eine sehr starke Energie. Und das merke ich hier, ne? Du siehst es hier alleine. Also guck mal, lieber Schütze, agiere. Hier hast du, handle. Ich nehme sie jetzt nicht hoch, weil sonst sehen wir die drunter, ne? Das ist dann auch unfair. Das habe ich nicht bei den anderen gemacht. Aber auf jeden Fall hast du hier wirklich eine erfolgreiche Situation. In jeder Situation, ne? In jeder, die du umsetzen kannst. Wenn du jetzt sagst, guck mal, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ne? Ich habe ein Problemchen. Und auf diesem Problem findest du eine Lösung. Das ist ja dann auch klar, dass es für dich Erfolg bedeutet, ne? Oder auch beruflich. Das hat jetzt nichts mit deinem Liebesleben zu tun. Wie viele Menschen haben Erfolg im Beruf? Also sagen wir mal so, 70%, mit denen ich eine private Legung mache. Das ist ja klar, man fragt immer über Liebe. Das ist das Hauptthema, ne? Und dann frage ich ja, aber das Arbeit, aber die Arbeit läuft ja gut, ne? Die Arbeit läuft gut. Ja, das stimmt, die Arbeit läuft gut. Ja, guck mal, du musst es dir so überlegen, lieber Schütze. Das ist von mir auch ein Tipp. Wir Menschen haben alle eine Aufgabe. Wir Menschen haben alle eine Aufgabe, laut der Seele. Wenn du jetzt diese Mansion hast, ne, wenn du jetzt das machen musst, ne, und du findest den richtigen Partner und alles läuft gut, ne, dann hast du diese Mansion. Aber wenn du jetzt zum Beispiel beruflich, ne, top bist und ja, in der Liebe läuft es nicht so gut, da bist du eher flop. Dann hat das die Seele so gewollt. Dann ist es eine Mansion der Seele. Also wir sollten das schon verstehen. Bei manchen sind auch Blockaden da. Das ist ja klar, ne? Manche sabotieren sich auch ganz, ganz viel, ne? Da muss man auch vorsichtig sein. Aber wir kommen immer für einen bestimmten Punkt, ne? Wir können das nicht ändern. Das geht nicht, ne? Wenn die Seele das sagt, dann wird das auch so sein. Und deswegen sage ich ja, das kann gut sein, dass du jetzt Erfolg hast in der Liebe oder Erfolg im Beruf, aber nicht beides. Es gibt manche, es gibt sogar viele vielleicht, die Erfolg haben überall. Das ist schön und gut. Vielleicht hat die Seele ja alles verstanden. Vielleicht ist sie noch nicht so weit, ne? Aber wir kommen hierher, ne? Wir inkarnieren uns, das ist eine Schule. Und hier kommen nicht die Seelen. Ne? Ich sage immer, hier kommen nicht die Seelen, wo gut waren, ne? Also bitte nimmt das mit der Pinzette. Das heißt jetzt nicht, dass wir schlechte Seelen sind. Nein, das nicht. Aber das ist wie eine Schule, ne?
Wir müssen die diversen Aufgaben bewältigen. Es gibt andere Dimensionen, das geht denen besser. Es gibt andere Dimensionen. Laut Rudolf Steiner, ich empfehle euch das immer zu lesen, erklärt er, was für Dimensionen es gibt. Und die Seele hat einfach seine Dimension. Ne? In dem Sinne, seine Aufgabe geht dahin, weil er oder sie diese Aufgabe bewältigen muss. Ne? So ist es gemeint. Und für dich, lieber Schütze, agiere, handle jetzt. Weil es kann auch zu spät werden. Ne? Also wirklich sehr, sehr schön. Toi, 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 lieber Schütze. Das wünsche ich dir doch. Ne? Das brauchst du doch mal auch. Ne? Okay, machen wir weiter mit den Emotionen und Gefühlen. Ach, das ist so eine schöne Karte. Das mache ich jetzt so. Das mache ich so. Hälfte, Hälfte. Ne? Ich weiß, du siehst jetzt die andere gar nicht, aber wir lassen jetzt diesen Erfolg wirklich da. Ne? Das ist ja im Positiven. Okay, für dich Emotionen, gefühlsmäßig, ne? Für meinen lieben Schützenmenschen da draußen, ne? Ob du jetzt Frau oder Mann bist, das spielt gar keine Rolle. Wow, hier werden fast Karten gesprungen, ne? Die Energie ist hier wirklich wachsam. Okay, mal schauen, mal schauen. Gefühlsmäßig vom 1. bis zum 15. November für meine liebe Schützelein. Scappare. Okay. Also ich nehme noch mal ein paar Karten, weil das reicht mir noch nicht. Ja, okay. Okay. Ja, das brauchst du. Das brauchst du wirklich, ne? Bestimmt, ja, siehst du, jetzt geht es halt bergauf, ne? Das ist ja klar. Das war für dich nicht immer rosig, das war für dich nicht immer einfach. Guck mal, ich sehe hier, dass du am liebsten wirklich abhauen würdest. Würdest sagen, guck mal, ich packe meine zwei Dinge, meine drei Dinge, egal was, und hau ab, ne? Weil ich einfach mich nicht verstanden fühle. Ne? Hier könnte aber auch gut sein, dass die Person gegenüber von dir das gemacht hat oder hier jemand irgendwie abgehauen ist, weil man sich hier nicht verstanden gefühlt hat. Du leidest hier noch, ne? Lieber Schütze, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt hier diesen Erfolg pur spürst, ne? Also ich vermute ganz stark, nicht für alle, aber für manche von euch, ne? Das ist wirklich dieser Erfolg muss sein, ne? Weil hier sind wirklich Zeiten da, in denen man sagen kann, wow, ich habe so gelitten, ich habe so viel mitgemacht, dass ich jetzt am liebsten sage, ich muss gehen. Ich muss nach einer Lösung finden in meinem Leben. Ich kann nicht mehr so weitermachen, ne? Das ist ja klar. Und guck mal, da haben wir diese Energie Negative. Da habe ich jetzt auch meinen Salbei. Den habe ich immer da, weil man weiß ja nie. Nachher zünde ich ihn an für dich, lieber Schütze. Aber das ist so, als würdest du hier in einem Umfeld sein, in dem ganz viel Leid da ist, ne? Menschen, die dich leiden lassen haben, Menschen, die das nicht gut gemeint haben mit dir, lieber Schütze. Das könnte aber auch gut sein, dass du gerade in dieser negativen Energie bist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du jetzt ein schlechter Mensch bist. Das hat nichts mit dem zu tun. Bitte nicht falsch verstehen. Das hat damit zu tun, wenn du zu sehr in diesen Leiden bist, ne? Du leidest vor dich hin. Du weißt nicht, wie du rauskommen kannst von diesem Loch. Das ist immer diese, weißt du, das ist wie ein Hamster, der immer sich dreht und dreht in diesem Rad und schön, das ist immer dasselbe, ne? Das ist dieses Teufelskreis. Und das ist damit gemeint, ne? Dass du jetzt einfach von diesem Teufelskreis dich erholen musst. Du musst jetzt handeln. Und ich verstehe auch wieso, weil hier zu viele Dinge, ne? Guck mal. Wenn du dich nicht wohlfühlst, lieber Schütze, wenn du sagst, guck mal, diese Situation ist nichts für mich, dann hau ab von dieser Situation. Oder es könnte auch gut sein, dass diese Karte auch deutet, dass jemand in deinem Leben abgehauen ist und dich dagelassen hat, dastehen lassen hat mit diesen ganzen Situationen. Hier ist auch alles vernichtet worden, hier ist nichts mehr vorhanden. Also, wenn ich jetzt dir einen Tipp geben könnte, lieber Schütze, wirklich, du beginnst von null. Das ist wie wenn du, azzeriamo tutto, wir bringen alles auf null. Wir sagen, alles ist auf null. Dieses Reset, ne, was die Medien uns immer sagen, dieses Reset.
Ich möchte einen Reset in meinem Leben. Ich möchte alles auf Null bringen. Das geht nicht mehr so weiter. Und kein Wunder, ne, dass du jetzt diesen Erfolg hast. Es ist ja klar, dass du nicht eine Ewigkeit mit diesem, sagen wir mal, mit dieser Energie bleiben kannst, ne? Das ist nicht für immer und ewig, lieber Schütze. Das wird bestimmt, ne? Aber du musst jetzt hier auch handeln. Du musst auch etwas tun, ne? Ich spicke mal ganz kurz drunter. Intuito. Ja, guck mal, du kannst wirklich das Einzigste machen, das wir Menschen alle machen, auf seine innere Stimme hören. Viele Menschen hören nicht auf seine innere Stimme. Viele machen das gar nicht. Also ihr wisst gar nicht, das ist ja auch so eine Sache, wenn ich private Legungen mache, sind Menschen da, die haben wirklich Fähigkeiten. Also ich sehe, dass die Fähigkeiten haben, ne? Etwas in sich, ne? Und diese Fähigkeiten sollen wir rausholen. Diese Fähigkeiten müssen rausgeholt werden. Das ist die feminine Seite, diese maskuline Seite. Ich sag nicht, dass sie weggescheucht werden muss. Nein, glaubt nicht an sowas oder an diese, wie sagt man immer, an diese New Age Gelaber. Ich sage nur, dass du quasi beide integrieren soll. Also die Frau, ne, die weibliche Energie kann nicht ohne die männliche. Die Frau kann nicht ohne den Mann, ne, das ist ja klar. Und der Mann kann nicht ohne die Frau. Und so funktioniert es auch energetisch. Und diese Intuition ist von der weiblichen Seite. Das ist die Seele, die einfach sich traut, Dinge zu machen, die der Geist nicht macht. Der Geist ist Rationalität auch, ne? Ist bisschen anders, ne? Der Verstand ist es ne auch, ne? Aber der Geist, diese maskuline Seite, ist das Gegenteil von der weiblichen Seite. Ich sag immer, der Verstand und der Geist, die arbeiten schon eng miteinander. Aber die Intuit-Seite, also die feminine Seite, die weibliche Energie, ne? Sie ist anders, ne? Sie führt dich dahin, wo du nicht weißt, was passiert. Und das macht uns Angst. Also das führt uns zu Dingen, zu Situationen, zu Menschen, die wir nicht wissen. Vielleicht, lieber Schütze, ist es deine Aufgabe gewesen, deine Mansion. Du hast hier ganz viel gelernt. Du hast hier so viel gelernt, liebe Schütze, dass du nicht mal bewusst bist, was du hier alles gelernt hast. Und das glaube ich bestimmt. Ne? Mit so einer Energie kannst du nur lernen, ne? Und daraus dann wirklich ganz viele Dinge machen. Das ist damit gemeint. Also wie gesagt, entweder hast du hier mit einer Person zu tun gehabt, die hier abgehauen ist. Sagen wir mal, die hat alles liegen gelassen und alles an dir, ne? Das alles hängt an dir. Oder du möchtest am liebsten abhauen von dieser Situation, was hier gerade geschehen ist. Weil, guck mal, Sofferenza, du leidest hier, du hast ganz viele Masken angehabt, ne, um das zu verstecken. Aber das kannst du nicht mehr verstecken, lieber Schütze. Jetzt kommt das Wahrheit. Ich sage immer, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, ne? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch nächstes Jahr an die Siebener rankommen, ne? Die Energie Sieben ist auch dieses Triumph. Sieben ist aber auch die Wahrheit. Ne? Numerologisch ist es die Wahrheit. Also wir müssen da schon vorsichtig sein, wie wir umgehen, ne? Weil wir sind die Kreators, wir sind diejenigen, die diese Macht haben. Und wenn du das ändern möchtest, diese Energie nicht mehr in deinem Leben möchtest, dann agiere. Du hast hier den Erfolg, ne? Das kommt nicht zufälligerweise bei dir raus, sondern du gehst hier Richtung deinen Erfolg, wenn du auf deine innere Stimme hörst. Guck mal, Gerezza, wow, danke, liebe Geistführer, du bringst Klarheit in dein Leben. Was habe ich gerade eben gesagt? Du bringst das Licht in deinem Leben. Das Dunkle, ich sage ja nicht, dass das Dunkle weg muss, dass das Dunkle weggejagt werden soll. Nein, dass die dunkle Seite wird integriert. Ne? Das Licht kann ohne die Dunkelheit nicht leben. Und gerade andersrum auch nicht. Von dem her, bring Klarheit in deinem Leben. Tu etwas, agiere jetzt, bevor es zu spät ist, lieber Schütze. Das ist damit gemeint. Also auf jeden Fall Erfolg, ne? Und ich glaube daran. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist.
liebe Schütze, ich weiß ja nicht deine Situation, weil das könnte ja auch mit jemandem sein von der Familie. Das muss nicht immer der Liebende sein. Das kann ja auch in der Familie sein. Guck mal, deine Eltern sind auseinandergegangen. Das, was mir jetzt gerade gesagt wurde. Deine Eltern sind auseinandergegangen. Du bist vielleicht schon in einem gewissen Alter, bist aber nicht so alt, bist noch jung, ne? Und dann zerbricht die Welt. Die Welt zerbricht, ne? Weil du das dir nicht so vorgestellt hast. Oder du selbst, ne? Deine Ehe ist gebrochen. Deine Ehe ist nicht mehr vorhanden. Und das tut weh. Das tut wirklich weh. Das ist ja auch klar, ne? Okay, machen wir weiter mit den nächsten Orakelkarten. Il vostro rapporto tossico. Wow, oh Gott, okay. Hier gehen die Karten wirklich in Resonanz. Hier ist eine toxische Person, hier ist eine toxische Beziehung. Lieber Schütze, ich weiß ja nicht, mit wem du zu tun hast, ne? Bitte vorsichtig sein. Guck mal, hier ist jemand, der dich auch spioniert. Quasi entweder spionierst du ihn oder du spionierst sie, wenn du jetzt ein Mann bist. Oder hier spioniert ihr beide euch gegenseitig, ne? Das ist ja auch klar. Wartet mal. Ich möchte mal schauen. Haha, okay, guck mal. Das kann gut sein, dass diese... Oh, okay, Anima Gemella. Okay, lieber Schütze, bei dir kam das bis jetzt noch nie raus. Okay, guck mal, hier sind zwei Varianten. Entweder du hast dir gedacht, dass diese Person die richtige Person ist. Aber, ich sage aber, hier wird ein Kompromiss gefunden. Es kann gut sein, dass hier das Ganze, was passiert ist, gar nicht von euch kommt. Es gibt viele Situationen, in denen die Beziehung kaputt geht, weil anderen den Finger in diese Beziehung haben, weil andere das kaputt gemacht haben, weil andere das, wie sagt man das, das gönnen, ne? Und ich würde auch immer vorsichtig sein bei dieser Karte hier. Ich kann das dir nicht sagen. Das ist ja eine kollektive Legung, keine private Legung. Man muss immer vorsichtig sein, ne? Wer was macht, ne? Ich kriege gerade Gänsehaut. Es gibt Menschen, die ganz viel machen. Ganz viel mit Magie. Ganz, ganz viel, ne? Und du kannst es dir gar nicht glauben. Also gar nicht glauben und erwarten, ne? Wenn du jetzt bei uns runtergehst im Süden, da sagt jeder, nö, wir glauben nicht daran, wir machen doch nichts. Und jeder praktiziert sowas, ne? Jeder macht sowas in jeder Ecke. Das ist der Wahnsinn, was die Leute damit kaputt machen können, ne? Aber das ist auch ein Karma, den bezahlst du auch. Also da würde ich auch vorsichtig sein, weil mir wird ja auch kanalisiert von meinen Geistführern, dass hier auch vieles kaputt gegangen ist wegen den anderen, wegen hier eine dritte Person oder Menschen, die sich eingemischt haben, weil hier ist ein Kompromiss. Das könnte gut sein, dass du hier, guck mal, es gibt Menschen, die mit seiner Zwillingsflamme zusammenkommen, Anima Gemella. Nee, das ist nicht die Zwillingsflamme, Entschuldigung, das ist die Seelengefährten. Die Seelengefährten zusammenkommen und die Seelengefährten müssen gegen die Außenwelt kämpfen. Also wenn du mit der Zwillingsflamme zusammenkommst, da ist es ganz anders, ne? Da gibt es auch in der Beziehung, wie sagt man das? Das ist nicht einfach zu erklären. Ich müsste stundenlang da sitzen. Die Seelenverwandten, das sind eher Menschen, die gegen die andere kämpfen. Die haben ganz viele Situationen, in denen sie aber immer zusammenhalten. Anima Gemella sagt schon das Wort. Sie sind Seelengefährten. Sie kommen sehr gut miteinander aus. Keiner, fast keiner kann sie auseinanderbringen. Auch, weil das sind ja Seelengefährten. Außer, ne, das ist ja klar, das sind hier nicht Mann und Frau. Oder das sind hier nicht Menschen, die zusammengehören. Sagen wir mal, das könnten hier zwei Schwestern sein, ne? Oder zwei Brüdern oder ein Cousin und eine Cousine. Sowas in der Art, ne? Und hier wird ein Kompromiss gefunden, weil hier kämpft ihr, ne? Das ist die Theorie, wo ich gemeint habe, die andere Variante, dass ihr hier kämpft gegen die Menschen da draußen, die wo euch schlecht wollen. Die Menschen, die hier seinen Finger in dieser Beziehung irgendwie reingesteckt haben. Ne, das gibt solche Menschen. Und dann ist ja diese Situation toxisch geworden für euch zwei. Die haben hier sehr viel kaputt gemacht. Ne? Ich sag ja, wow, das ist der Wahnsinn. Die dritte Variante und die letzte, weil wir hier auch Erfolg haben, und das wünsche ich dir von Herzen, ist,
Lieber Schütze, du könntest hier deine Seelengefährten finden. Ne? Du erwartest es gar nicht. Du kommst von einer so bescheuerten Situation. Wirklich, du kommst von einer Situation, die wirklich, wow, du hast nicht mal die Kraft mehr. Ne? Und dann plötzlich, ne, unerwartet auch, sage ich immer, kommt hier diese Seelengefährte, kommt hier diese Person auf dich zu. Das ist ja klar, dass wir ganz viele Menschen sind. Lieber Schütze, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, das passiert morgen. Nee, das kann ich nicht machen. Ich habe nicht die hundertprozentige Wahrheit in der Hand. Ich kann dir nur sagen, was die Karten sagen, ne? Letztendlich liegt es an dir. Weil guck mal, die Karten sagen hier, handle. Du hast jetzt Erfolg. Das könnte wirklich gut sein, dass du hier deinen Seelengefährten finden kannst, ne? L'anima gemella. Nicht die Zwillingsflamme, ne? Das ist nicht zu verwechseln, das ist was ganz anderes. Ne? Das ist deine Kontrapart. Also die Zwillingsflamme, das ist ganz anderes. Das sind zwei Seelen hier, zwei Seelen, die sich gekannt haben. Und die Zwillingsflamme ist die Kontrapart, immer. Das ist immer entweder die männliche Seite oder die weibliche Seite. Wenn du Mann bist und du die männliche Seite aktiviert hast, dann wirst du die Frau finden, die die weibliche Seite aktiviert hat. Wenn ihr Mann zu Mann seid, wird einer die männliche Seite aktiviert haben und eine die weibliche. Also das geht auch zwischen zwei Männer. Aber wir müssen verstehen, dass es eine ganz andere Geschichte ist, diese Zwillingsflamme. Ne? Das ist wirklich schwer, auch auf diese Ebene diese Zwillingsflamme zu finden. Aber mit der Seelengefährten ist es sehr einfacher. Ne? Man hat auch Freunde, die Seelengefährten sind. Okay, machen wir weiter. Weil, wie gesagt, hier wird auch ein Kompromiss gefunden. Vielleicht kommt dir hier jemand entgegen. Okay. Ich musste ganz kurz was trinken. Ich rede schon sehr viel, ne, lieber Schütze. Aber wie gesagt, ich mache das liebend gerne. Ich mache das leidenschaftlich und ich bin vollkommen da und dabei, ne? Also quasi hier und jetzt. Und wenn ich rede, dann geht das einfach nicht, ne? Dass ich mich stoppe. Das soll rauskommen, ne? Ich sag dir die Wahrheit. Ich kann dir jetzt nicht hier sagen, oh, lieber Schütze, du hast wunderbare Karten und das läuft hier einwandfrei. Du hast nichts gehabt. Das geht nicht so, liebe Leute. Ne? Das ist ja klar, dass man die pure und auch manchmal fiese Wahrheit akzeptieren soll. Ne? Und das ist auch, wie gesagt, das, was bei dir rauskommt. Ne? Das ist hier nicht schön. Okay, für dich vom 1. bis zum 15. Für meine liebe Schützelein im Kollektiven diese Karte. Kannst du überall umsetzen, nicht nur in der Liebe, auch geschäftlich, quasi beruflich, aber auch finanziell, ne? Denaro, habe ich das gerufen? Ich habe ihr gesagt, ne? Geschäftlich, ja, finanziell, nemico. Du hast hier auch ein Problemchen. Du hast hier auch Problemchen mit Geld. Hier ist irgendetwas, hier ist finanziellen, sagen wir mal, ein Haken. Irgendwo ist ein Haken, den musst du rausnehmen. Hier ist irgendeine Situation, die dich belastet, auch wegen Geld. Hier hast du auch wieder diesen Feind. Da musst du wirklich aufpassen, lieber Schütze. Du musst hier aufpassen. Das ist so, wie wenn jemand wirklich hinter deinem Rücken, guck mal, diese Karte ist so schön dargestellt. Das ist jetzt nicht, dass dieser Mann hier dir quasi morgen wird dir jemand einen Messerstich geben. Nein, das ist nicht damit gemeint. Das ist metaphorisch, ne, damit du das verstehst. Lieber Schütze. Dieser Herr möchte hier etwas hinterm Rücken machen von dieser Person, versteckt sich hier. Das ist nicht leal, das ist nicht korrekt, was er tut. Ne? Und das ist das Gleiche für dich. Hier benimmt sich jemand nicht korrekt. Hier ist jemand nicht korrekt, ne, lieber Schütze. Hier sind auch finanzielle Situationen, Probleme und du bist hier am Überlegen, wie mache ich das? Sospiri, du atmest hier sehr schwer, sagst, guck mal, wie soll ich das schaffen? Kann ich mal überhaupt richtig mein Leben mir gönnen? Und das ist ja das, was ich gesagt habe vorhin mit diesem Erfolg. Du musst jetzt hier wirklich handeln. Und hier haben wir auch Lamante. Entweder hast du hier wirklich mit jemandem zu tun gehabt, der hier fremdgegangen ist, der hier
letztendlich sagen wir mal, diese Frau, wir haben hier eine Frau, ne? Das könnte hier die dritte Person sein. Das könnte aber auch deine Energie sein, liebe Schütze. Dass du hier noch diesen Mann über alles liebst. Dass du sagst, guck mal, ich bin verliebt in dieser Person. Ich liebe diese Person immer noch. Und ich wünsche mir auch so sehr, dass wir wieder einander finden. Weil für mich ist diese Person meinen Seelengefährte. Aber das kann ich dir jetzt nicht sagen, liebe Schütze, dass es so wirklich ist. Wenn du jetzt ein Mann bist und du schaust dir dieses Video an, ne, das könnte die Dame auch sein. Für den, sagen wir mal, für die du Interesse hast. Du liebst diese Frau. Ne? Du liebst diese Frau immer noch. Ne? Ihr gehört zusammen. Weil das könnte ja auch gut sein, dass hier wirklich eine dritte Person oder auch mehrere Menschen irgendwie das ruiniert haben, kaputt gemacht haben, versucht haben, diese Beziehung zu sabotieren. Das ist manchmal so, ne, dass andere Menschen sein Fingerchen in den Beziehungen machen. Ne? Aber wir dürfen das nicht zulassen. Ne? Wir dürfen sowas nicht zulassen, wenn Menschen sowas tun. Ne? Du hast deine eigene Wille und deine eigene Kraft. Ne? Und hier spielt auch, wie ich gesagt habe, Geld eine große Rolle. Das könnte auch gut sein, dass ihr jetzt hier geschieden seid. Ja? Und hier wartet jemand auf das Geld, möchte aber das Geld nicht geben, möchte hier nicht il mantenimento, wie sagt man das auf Deutsch? Guck mal, ich du hast Kinder und ich weiß jetzt nicht, wie es dir sagen soll auf Deutsch. mir fällt es auf Italienisch ein, ja. Wenn du kleine Kinder hast, dann sollst du ja auch der Mutter und das Kind, ne, Unterhalt zahlen. Ne? Siehst du, das kommt, Unterhalt zahlen. Ne? Vielleicht rückt sich hier jemand zurück, sagt du, ich zahle dir keinen Unterhalt, ich gebe dir keinen Pfennig. Es gibt solche Menschen, es gibt leider auch solche Menschen. Ne? Ich sag immer, das sind Menschen, die wirklich... wie kann ich das auf Deutsch sagen? Sono vigliacchi. Das ist ein Wort, die haben keine Attributen. Die haben da unten wirklich keine Eier, wenn es Männer sind. Wenn es Frauen sind, genauso. Ich sage ja nicht, dass Frauen besser sind als Männer. Aber wenn ein Mann schon sagt, nö, ich zahle dir nicht den Unterhalt, dann ist es dann schon wirklich etwas Hartes. Ne? Weil hier spielt auch Geld eine große Rolle. Ich weiß ja nicht, was hier passiert ist. Okay, machen wir weiter. Was ich mir hier auch vorstellen kann, und Entschuldigung, wenn ich jetzt quasi, ich war schon hier, aber meine Geistführer haben mir auch was gesagt. Das könnte auch gut sein, dass hier in dieser Situation hier irgendwie auch Geld geliehen worden ist. Du hast hier dieser Person Geld geliehen. Bitte setze das um. Das wurde mir gerade kanalisiert. Mehr nicht, ne? Ich sage nur das, was mir kanalisiert wird. Okay. Machen wir weiter. Mal schauen, was die Tarotkarten uns geben. Siehst du, das bist du. Oder das ist deine Situation. Du musst hier das Ganze, sagen wir mal, die ganze Scheiße aufräumen. Das Ganze jetzt klarkommen. Mit das Ganze, was passiert ist, musst du jetzt klarkommen. Oder das ist auch die Person, die gegenüber von dir ist. Ne? Die quasi hier jetzt alles, ne, auf seinen Rücken hat. Die ganze Last, ne? Diese Befreiung ist aber da. Wir sind bei 10 der Stäbe. Das ist immer diese Karte, die sagt, guck mal, was ich zu tragen habe. Guck mal, was, wie schwer diese Last für mich ist. Ne? Ich muss etwas tragen, das für mich unertragbar ist. Aber du hast die 10 zum Glück, ne? Das ist ja klar. Da kommt diese Befreiung auch, weil das ist die letzte Karte. Also da kommt kein Stab mehr dazu, ne? Quasi. Und das bedeutet für dich, dass du dich von dieser Situation auch befreien kannst. Ne? Also ich sehe das schon mal im Positiven, lieber Schütze. Guck mal, Erfolg. Ich sag das dir wieder und ich werde auch so das Titel nennen, weil diesen Erfolg brauchst du. Guck mal, Familie. Du hast hier diese ganze Last von der Familie. Du kümmerst dich um deine Familie. Du bist diejenige oder derjenige. Ich weiß ja nicht, wer das ist, wer sich dieses Video anschaut, aber du bist... diese Person, die hier für die Familie da ist, diese Familienwert hat, die Familie auch sehr einschätzt. Ne? Was ich mir hier auch vorstellen kann, ist, dass die Familie hier auch eine große Rolle spielt und dass man hier auch sagt, guck mal, wieso nicht, wieso probieren wir nicht, das in Ordnung zu bringen, ne? Eine Krise zu überstehen.
an das Ganze zu arbeiten. Hier ist auch eine Situation von der Vergangenheit, ne? Wie gesagt, hier könnten auch Ex, ja, irgendwie ein Ex-Mann sein, ne? Eine Ex-Frau. Das ist ja klar mit dem Gericht. Hier ist aber auch eine Rechtslage vorhanden, ne? Hier ist vielleicht eine Trennung, an dem man vielleicht auch arbeiten kann mit drei der Münzen. Zusammen sind wir stärker. Wenn wir zusammenbleiben, dann können wir das Ganze überwinden. Ne? Nicht nur du und dem Partner. Das könnte auch gut sein, du hast ältere Kinder. Du als Mann oder als Frau, du hast ältere Kinder. Und mit deinen Kindern kannst du wirklich das besser machen. Du bist stark mit deiner Familie. Guck mal, deine Familie steht hinter dir. Ihr arbeitet zusammen. Das muss jetzt nicht hier unbedingt der Partner sein, ne, oder die Partnerin, die dir hier behilflich sein kann, sondern es können hier auch Kinder sein. Kinder, die schon einen gewissen Alter haben. Ihr wisst gar nicht, wie Kinder das mitnehmen. Also meistens, was ich immer mache bei meiner Privatlegung, ist zu fragen, welchem Verhältnis hast du mit deinen Eltern? Das hat jetzt nichts mit der Psychologie zu tun. Ich habe das nicht studiert. Das hat aber mit deinem inneren Kind zu tun. Weil das prägt dich. Das prägt dich. Das macht sich zu dieser Frau oder zu diesem Mann, was du jetzt geworden bist. Was für ein Verhältnis hast du zu deinen Eltern? Wie haben deine Eltern gelebt? Ne? Das ist wirklich eine wichtige Frage. Und die Kinder bekommen das mit. Ne, und können schon reifer sein, als sie das sind, weil sie das Not verstehen, das Not, was gerade in dieser Familie abgeht. Was geht in dieser Familie ab? Was ist hier? Das siehst du ja, ne? Das siehst du ja vollkommen. Ich spicke mal ganz kurz drum. Guck mal, Streitigkeiten. Nee, hier geht das auch um Sorgerecht. Hier geht das vielleicht auch ums Geld, wie ich vorhin gesagt habe. Hier streitet sich jemand. Hier ist einer einfach nicht einverstanden mit den anderen. Ne? Die anderen sagen das und dann die andere Fraktion sagt das. Das ist hier wirklich nicht einfach, einen Punkt zu finden. Deswegen musst du hier auch Klarheit bringen. Ne? Und der Erfolg wird auch kommen. Das wünsche ich dir auch von Herzen, liebe Schütze, weil so kann das ja nicht weitergehen. Der Zusammenhalt ist ja da. Ich vermute ganz stark, wie gesagt, dass du hier diesen Zusammenhalt finden kannst. Ob das jetzt dein Partner ist, das weiß ich nicht. Aber diesen Zusammenhalt, das macht schon viel aus. Man probiert hier wieder Ordnung zu bringen in dieser Beziehung, in diesem Leben, in dieser Situation, was gerade hier abgeht, ne, für die Familie. Das kann auch gut sein, dass ihr hier auch Geldprobleme habt, ne? Das spielt ja auch manchmal eine große Rolle in einer Beziehung. Das ist knapp, das Geld ist knapp, man weiß nicht, was man tun soll. Wie gesagt, hier ist auch jemand, der fremdgegangen ist. Das ist mir auch klar, ne? Hier ist auch diese dritte Person. Das muss jetzt nicht unbedingt deine Energie als Frau sein. Du sagst, nö, das bin ich nicht, ne? Ja klar, ich habe diesen Mann geliebt, aber wie gesagt, er ist mir fremdgegangen oder sie ist mir fremdgegangen, ne? Das ist ja auch klar. Ich nehme hier niemanden Schutz, ne? Das ist sehr wichtig für mich. Okay, machen wir weiter, sonst glaube ich, sitze ich bis morgen da. Liebe Schütze, ich weiß, wenn ich rede, wenn ich anfange, dann stoppe ich nicht mehr. Ich bin halt nun so, ich mache das wirklich liebend gern. Und ja, es gibt keine bestimmte Zeit, wenn du aufhören sollst. Ne? Das macht man leidenschaftlich. Und wenn dieser Punkt kommt, an dem du zu Ende bist du zu Ende. Ne? Dann bist du fertig. Okay. Für meine liebe Schütze-Menschen. Da ist schon was runtergefallen. Siehst du, die Energie ist hier wirklich wachsam. Wir haben hier den Wassermann Aquario. Aquarius auf Englisch, siehst du. Fische, jetzt hätte ich auch wieder Pesci gesagt. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Pisces auf Englisch. Zwillinge, Gemelli, bei uns auch Gemelli. Und hier hast du alle Erdelemente. Du hast hier Steinbock, du hast hier Stier und Jungfrau. Bitte setze das um, lieber Schütze, weil diese Sternzeichen könnten hier auch deine anderen Energien darstellen. Das ist ja klar. Du bist nicht nur Schütze. Du hast bestimmt auch andere Energien, ne? Und das,
gibt ja auch von dir etwas preis. Vor allem das Mondsternzeichen. Dem valutieren wir immer sehr, sehr schlecht. Also der Mondsternzeichen ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil der Mondsternzeichen repräsentiert diese dunkle Seite, das, was du nicht siehst. Deine Essenz auch, ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, liebe Schütze, das waren deine Karte, deine Legung für November. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass dieser Erfolg kommt. Aber bitte handle, tu etwas, ne? Das ist wichtig für dich. Und wie gesagt, du kannst gerne kommentieren, schreiben. Ich habe gemerkt, dass jetzt auch andere von anderen Kanälen schreiben. Ich habe das gar nicht gemerkt. Das muss ich aber noch in einem Extra-Video sagen. Und greifen meine Abonnenten an. Sowas gibt es nicht. Das ist nicht mehr Spiritualität. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht, wie sagt man das, auch wenn ich jetzt Spiritualität praktiziere, heißt es nicht, dass ich blöd bin. Und solche Kommentare lösche ich. Bitte mach dir woanders Werbung oder bezahl deine Werbung. Ich mache das auch so. Ich gehe nicht zu anderen Kanälen, ob sie jetzt 50.000, 30.000 Abonnenten haben. Das ist mir scheißegal. Ich bin in meinem Kanal, in meinem Kleinen und tu das Beste daraus, ne? Und mach das bitte auch. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich angesprochen fühlst, keine Ahnung, aber das ist mir wichtig. Bleibt bei euren Kanälen, ne? Keiner hat euch nach eurer Meinung gefragt. Und vor allem, wenn du meine Abonnenten angreifst, das geht mal gar nicht, ne? Wir sind hier frei, wir kommunizieren hier. Ich habe gesagt, ne, schreibt eure Meinungen und deswegen ist es mir auch wichtig, ne? Okay, lieber Schütze, das war jetzt nicht für dich gedacht, sondern für diejenigen, die sich irgendwie cool finden und Kommentare schreiben von anderen Kanälen, Kartenleger, sag mal, geht's noch? Ich gehe auch nicht in andere Kanäle und schreibe andere Menschen. Nee, sowas gibt's nicht. Okay, also, lieber Schütze, das war alles. Ich freue mich über einen Kommentar. Fühl dich wirklich offen, ne? Schreib, was du möchtest, ne? Wenn es konstruktiv ist, ja. Und ich freue mich auf einen Daumen nach oben. Mach's gut. Wir sehen uns bald. Tschüss!